Ich fahre circa 75.000 Kilometer im Jahr. Also circa 60.000 Kilometer. 65.000 Schwerlastkilometer im Jahr. 20 Jahre als Berufskraftfahrer bin ich 2,4 Millionen Kilometer international unterwegs gewesen. Toi, 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 unfallfrei. Ich befördere zurzeit Lebensmittel. Ich fahre ein Kühlfahrzeug. Pakete, alles, was bewegt werden muss. Müll, Holz, Erde, Bauschutt, was im Container gefahren werden kann, fahren wir. Als Kran-Monteur macht man mehrere Dinge gleichzeitig. Man ist LKW-Fahrer, Elektriker, Monteur. Die Baubranche boomt, viele Baustellen, viele Kräne. Man hat ja schon jeden Tag wieder so seine Herausforderungen. Egal zu welcher Jahreszeit, egal zu welchem Wetter, das, was im Displayplan steht, das wird gemacht. Ohne Schäden jeden Tag nach Hause zu kommen, das ist für mich eigentlich der Schulterklopfer schlechthin. Man bewegt schon was. Wenn es kein LKW-Fahrer mehr geben würde, dann würde die Wirtschaft in Deutschland zusammenbrechen. Ich fahre für Deutschland. Weil Deutschland mich braucht. Wir leisten unseren Teil dazu, dass die Infrastruktur besser wird. Es ist kein leichtes Beruf, ist aber ein schönes Beruf.